Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Final Fantasy 16 im ersten DLC Echos der Gefallenen. Und einen Gefallenen haben wir hier. Das Auge besiegt in der letzten Episode. Leute, vielen Dank für den Daumen nach oben in der letzten Episode. Und der Turm hat die Sicherheitsstufe erhöht. Es leuchtet jetzt alles rot. Alarmstufe rot eingestellt. Nicht mehr blaues Leuchten. Wir machen weiter mit dem nächsten Raum. Wir können immer nur durch eine Tür wieder rausgehen. Okay. Viel Spaß mit der heutigen Folge, Leute. Folge 5. Folge 5 von dem ersten DLC hier. Mal gucken, was uns der Turm hier noch alles entgegenwirft. Weitere Luftschiffhalle? Luftschiffe haben die echt viel hier. Sieht ganz bedrohlicher aus, jetzt wo alles rot leuchtet. Na, welche Richtung gehen wir diesmal? Ah, das ist ein Fahrstuhl. Wir können da gar nicht rüber, wir fahren weiter hoch. Nice. Der Turm ist aber auch scheiß hoch, wenn man das mal so sagen darf. Na? Sind wir schon da? Okay. Immerhin, der Fahrstuhl leuchtet noch blau. Okay. Oberer Ring! Yay. Okay, schön, wie das Licht hier durchscheint. Das sieht nice aus hier. Was ist das denn? Ja. Es scheint auf jeden Fall lebendig zu sein. Die haben ein Problem mit einem Befall hier. Dagegen ist das Sicherheitssystem nicht vorgegangen. Gleich wieder angekommen hier in Resident Evil. Wie sich das da zieht. Guck dir diese Gummimasse an, ey. Aber guck mal da, das da in der Mitte sieht cool aus. Wie so eine Sphäre mit Schutzschild. Okay, neue Tränke. Supertrank und Heiltrank. Okay, Heiltränke habe ich jetzt wieder voll. 8 Stück, nice. Goblins. Ja. Viele Gegner da sind, da bin ich mal die Aufladung sehr schnell zusammen, die neuen. Was der Verkettung macht, ist nicht so viel Schaden. Hinter, nein, nein! Da kommt ja bitte Bacon. Der ist scheiße. Okay, den hat sie weggebraten mit den Verbindungen, das war nice. Stahlseide, nice. Was ist da drin in diesem Schild? Vielleicht auch eigentlich der Kern, der dahin gehört. Okay, was kommt im nächsten Raum? Eine Kiste. Da liegen noch Tränke. Ich habe 8 normale Heiltränke. Ich glaube, ich trinke den mal. Das tut gut. Weil wenn der hier sonst einen hat, wäre schlecht. Heiltrank, siehst du? Kein verbraucht. Also verschwendet. 8 Stück wieder voll. Und Leben auch voll. Noch eine Sphäre. Angriff. Oh, diesmal Angriffssphäre. Das wäre immer schwieriger, sich zu entscheiden. Also das mit Parieren geht auch. Also Parieren ist ja, wenn im letzten Moment, wenn der Gegner angreift, dass ich dann das mache. Ist halt hier blöd geschrieben, dass sich der Name dann ändert. Kontinuierliche Lebenspunkte. Eigentlich finde ich alles gut. Das auch mit der Ausweichen hier, mit Ablenkzeit. Wenn, dann vielleicht den hier weg.
Angriffssphäre. Erhöht die Rate, mit welcher der Schadensmultiplikator bei jedem Angriff auf Gegner mit gebrochenem Kampfgeist steigt, sowie das Schadensmaximum auf 200%. Das Erreichen des maximalen Multiplikators wird mit der Kampftechnik geballte Ladung belohnt. Wäre eigentlich nicht schlecht, wenn ich den Gegner stunne, versuche ich den Multiplikator ja sowieso hochzutreiben mit Shiva und das würde dann hier noch mehr reinhauen. Das heißt, mein Mega-Flair wäre dann richtig stark. Ich glaube, ich würde, wenn er den hier wegnehmen, weil das kriege ich eh nicht so gut hin, das Parieren. Dann die Angriffssphäre da rein. Geballte Ladung. Ist das eine Esper-Fertigkeit? Ist das hier? Granitschild, titanische Gerade, Unterstützung. Eiserne Fäuste? Nee. Dann muss das auch irgendwo hier sein, oder? Magieladung, Trampler. Geballte Ladung. Mit der Kampftechnik geballte Ladung stand da doch. Gibt's nicht. Wahrscheinlich ist es eine andere Dings. Egal, gehen wir jetzt mal weiter. Okay, wer hat die Vögel rausgelassen? Okay. Oh Gott! Blöder Vogel hat sich. Oh, dankeschön. Fünfer Aufladung fertig. Dann so schnell, dass ich alle erwische. Also hier so. Ganzer Raum weg. Jawohl. Hat jemand überlebt? Nö. Da. Wenn es so läuft, ist es natürlich astrein, ne? Keine Kiste mehr? Schade. Schleim! Wir hätten einen Flammenwerfer mitnehmen sollen. Hat der Turm das auch geschaffen? Oder ist es eine Art Befall? Ja. Ich bin nicht sicher. Aber kommt es dir nicht auch irgendwie bekannt vor? Das soll mir bekannt vorkommen? Der Befall? Geht so. Oh, da haben wir was Großes. Ein Minotaurus. Okay, sieht cool aus. Der ist aber... Seine Hörner sehen arkasisch aus. Minotaurus. Einer, der vor über 1500 Jahren geboren wurde, ja. Die Keule. Oh, er hat mich nicht erwischt. Er hört aber ja auch nicht auf. Holy shit. Darf ich mal? Wow. Tot. Okay.
Wie ich nicht einmal mein Odin-Schwert richtig aufladen konnte, ey. Stunbalken war aber schon halb weg. Einer, der vor über 1500 Jahren geboren wurde, ja. Da war ich gerade in der Luft, gut. Er kommt wieder. Jawohl, jetzt hat's gezündet. Und weg, da kommt die Keule. Alter! Ich stand doch nicht mehr richtig! Nein, da bin ich zu früh ausgewichen. Jetzt ausweichen war das. Holy shit! Was für ein Schlag war das? Ist dann. Soll das auf 200% gestiegen sein? Die Schadenzahlen sehen immer noch ähnlich aus. Aber könnte vielleicht auch reichen, um ihn zu töten jetzt. Genug. Jawohl. Wenn das der letzte Schlag ist, sieht es immer am Ende mit der Animation cool aus. So wie die Finisher-Animation. Rettungssphäre, noch eine neue. Reißzahn, linksblütige Haut. Okay. Verbessert die beim Limitrausch aktivierten Kampfvorteile und erhöht während des Limitrausch die Lebensregeneration um 50%. Bei Erleidung von tödlichen Schaden wird automatisch ein Limitrausch ausgelöst und so verhindert, dass die Lebenspunkte auf Null sinken. Außer unter besonderen Umständen, wie zum Beispiel während Aufenthalt im Totenland. Ja. Sammelfieber. Ich glaube, ich habe alle Sphären gefunden. Okay. Aber jetzt. Man hat aber zu viele Auswahlslots hier. Perfektes Ausweichen, das lasse ich. Obwohl ich perfektes Ausweichen auch nicht so oft hinkriege. Das mit dem Schaden hier ist geil. Das hier vielleicht auch. Wobei regeneriert kontinuierlich Lebenspunkte. Da ist vielleicht das Ding besser. Weil 50% mehr Leben, wenn ich Limit anmache, ist schon viel, glaube ich. Ach, ausprobieren. Alles neue Items. Wir gehen wirklich dahin in die Mitte. Initialisiere Notfallunterprogramme. Reaktorenergie wird umgeleitet. Man scheint uns gebührend empfangen zu wollen. Aha. Ist da drin das Ende? Kommen hier nochmal Gegner? Gerade nicht. Oh, oh. Ah, da ist wieder so eine Tafel. Das ist noch eines von diesen Geräten. Dann erfahren wir wieder etwas. Forschungsprotokoll. Eintrag 75. 0501.
durchschnittliche Verbesserung von Kristallwiderstandsfähigkeit um 492%, wenn biologischer Kern hohe Interkongruenz aufweist. Aha. Varianten mit einer Kongruenzrate von 7 oder weniger werden für militärische Weiterverwertung nach Ebene B verlagert. Verschwendet wurde hier anscheinend nichts. Nö, da wurde nichts verschwendet. Okay, wieder Tränke. Kann ich auch wieder gebrauchen. Ein Heiltrank. Jetzt geht es runter. Oh, Skorpione? Die hatte ich hier drin aber noch gar nicht gesehen, ne? Ich muss mal kurz was checken, ob sie was umgestellt hatte. Ups. Nö. Ach komm, du blöder Sack, ey. Ja, das ist ein Bomber. Den hab ich gar nicht gesehen. Ich hatte nur den Skorpion gesehen. Okay. Die haben wir. Nein, da nähern sich noch Gegner. Die haben wir dann doch nicht. Goblins. Da weg da. Und wieder welche mit Schutz. Schutzbälle dabei. Boah, der, als ob ich dann noch von da getroffen werde. Wenn all das hier wirklich das Werk der Gefallenen ist, ja, dann waren sie ihrer Gottwerdung näher, als wir uns jemals vorgestellt haben. Mhm. Kein Wunder, dass Ultima sie vernichtet hat. Ja. Wer weiß, was die noch damit angestellt hätten, aber... Hm. Gut, dass wir die ganzen Mutterkristalle zerstört haben und das nicht wieder vorkommen kann. Schon besser. Alter, das sind aus wie Arme, ey. Kiste. Ja, wir gehen in die Mitte. Erwartet uns der Bosskampf gleich. Jetzt sind wir in dieser Sphäre drin. Noch einer. Oh nein, nicht so einer noch. Und der ist nicht, diesmal nicht alleine, das ist hart. Ah ja, genau, unterbrech mich doch. Das tut gut. Schneller! Weich mal aus. Mach die scheiß 9 voll. Ja, endlich. Reicht jetzt. Lässig, wenn so viel Kleinkram noch dabei rumläuft. Achtung! Nein, 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 nein! Da ist immer noch einer von denen hier. Komm, ey.
Beruhig dich. Da ist er schon wieder ausgewichen, dem Schlag. Komm schon! Weg da! Ach, Scheiße! Bis dann! Der hat noch halbes Leben, ey. Gut, dass Joshua auch gerade noch seinen Laser da reinballert. Ich hab noch kein Gewitter wieder ready. Tertiäre Verteidigung durchbrochen. Alarmstufe rot. Alarmstufe rot. Hattest du nicht vorher schon Alarmstufe rot an? Kern. Ich nähere mich dem Kern. Alarmstufe rot. Supertrank, Heiltrank, okay. Und das ist definitiv ein weiterer Fahrstuhl. Sind wir da? Am Kern? Oh, hübsch. Halle der Offenbarung. Ach. Oh ja, da ist der Kern. Das ist unsere Chance. Unsere Chance. Für? Wow. Sind wir richtig hoch. Schön, wie die Sonne da über die Berge scheint. Unten können wir fast gar nichts mehr erkennen, weil wir so übelst hoch sind. Die Halle der Offenbarung. Und vorher keine geilen Sachen mehr. Schade. Aber guck mal, wie das da aussieht, ey. Das sieht nicht schlecht aus. Wow. Optisch schön gemacht bisher. Der ganze Turm so. Der Waisenturm. So, wo ist der Hüter des Kerns? Unautorisierter Zugang registriert. Primäre Kernverteidigung aktiviert. Initialisiere Espa-klastisches Verteidigungssystem Omega 1. Was ist ein Espa-klastisches Verteidigungssystem? Ich fürchte, das finden wir gleich heraus. Und die Antwort wird uns nicht gefallen. Okay. Ich glaube, die haben versucht, eine synthetische Espa herzustellen, oder? Eine eigene zu kreieren. Ich glaube, das ist das. Biologisch, organisch, mechanisch gemischt. Okay. Er digitalisiert den Kern? Kernumlagerung abgeschlossen. Aha. Autorisiere Fremdkörpervernichtungsprotokoll. Ja. Wenigstens ist die Verfolgungsjagd jetzt vorbei. Ja. Und wenn wir ihn wollen. Wenn wir ihn wollen. Müssen wir nur eine Espa töten. Sicherheitsprogramme deaktiviert. Waffen entsichert. Zurückbleiben. Ja. Dann wollen wir mal. Delta-Attacke Omega. Hä, was ist das? Mach das von mir runter. Danke. Scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße. Ist das in Ordnung? Nein, ist nicht in Ordnung.
verletzt. Wie er sagt, mit dem Seitenwechsel hier. Hey, ich stehe doch gar nicht da drin. Ja, wie sieht die nicht an? Ah, Uhr. Erst der Hälfte vom Stun-Balken ist weg. Gewichen. Nein, du blöder Sack. Gut gemacht, Vorteil. Oh, ich stehe da genau drin. Raus da, raus da. Komm schon. Oh, das ging noch durch. Lebensbalken ist lang von dem. Ist schon wieder sowas. Ich hoffe, das nutzt dir. Was jetzt? Irgendwas macht er neu. Ist es vorbei? Nein. Bitte lass es vorbei sein. War noch nicht mal gestunt. Datenanalyse abgeschlossen. Gefahrenstufe wird neu berechnet. Ach du Scheiße. Waffenprogramme autorisiert. Leite Kernenergie um zu Omega 1. Wollt ihr mich verarschen? Pumpt ihn halt nochmal mit Energie voll. Noch nicht. Hoffentlich ist sein Stun-Balken nicht wieder voll. Wie kommst du nur darauf? Ja, Torgal, das sehe ich auch so. Ja. Vielleicht ja wegen der neuen Arme. Alter, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Schon gut. Ihr habt ja recht. Alter, sieht das digital aus. Voll nice, aber. Der Stun-Balken ist wieder von Anfang, Mann. Nein! In dem Moment! Alter. Das tut gut. Jo. Hör auf, dich ständig zu bewegen. Komm schon! Ich bin verletzt! Gar nicht gut. Das tut gut. Mann.
Meine Fresse, ey. Hat er gar keinen Schaden gekriegt? Gerade? Boah, bleib doch einfach mal an einer Stelle so stehen, ey. Oh, guck dir das an, dieses blöde Rumdingsen. So schnell auf diesen Rollschuh unterwegs. Was ist das? Yo! Kugeln! Aber jetzt bleibt er wenigstens mal stehen, wenn er so Kugeln macht. Oh, weg da, weg da, weg da, weg da, weg, weg, weg. Jetzt bist du da. Nein. Ah. Scheiße. Mein letzter Trank. Ich hoffe, das nützt dir. Mach den scheiß Stunball bevor jetzt. Oh. Dann mach nochmal das, okay. Nein, das hab ich mich verklickt. Was ist eine Verschwendung. Er hat mich verklickt. Das war scheiße. So viel Damage verschwendet gerade. Da habe ich echt viel Damage verschwendet. Hä? What the fuck? Spürst du auch diese Hitze? Nee. Sieht so aus, als wäre noch ein bisschen Feuer in ihm. Oh. Ja. Wo kann ich denn hier stehen? Der ganze Fußboden ist rot. Wo soll ich da stehen? Ja, war so klar. Ey, wo soll ich denn da bei der anderen, wo, was er da gemacht hat, wo soll ich denn da stehen, ey? Da war ja nichts mehr, nicht, da waren ja keine Flächen mehr da. Alles rot, der ganze Fußboden, soll ich versuchen zu fliegen oder was? Kann ich nicht mit meiner S-Bar hier. Okay, aber der Kampf geht ab dieser Stelle weiter. Oh, ich habe einmal den Schaden verkackt, als ich Megaflare zu früh eingesetzt habe. Okay, Leute, der Kampf dauert ein bisschen länger. Und am Ende, wenn er 50% Leben hat, dann dreht er ja voll am Rad. Der ganze Fußboden, der brennt einfach. Da muss ich mal schauen. Ich mache in der nächsten Episode weiter, Leute. Das war schon mal der Anfang gegen Omega hier.
Vielleicht hat euch der Kampf bisher gefallen. In der nächsten Episode kämpfe ich weiter. Also bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.